Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Planet Coaster. Und ja, ich habe es jetzt so einigermaßen hingekriegt mit meinem Headset. Sprich, man versteht mich deutlich besser, deutlich lauter, mit weniger Rauschen. Trotz all dem habe ich mir jetzt das Audamic 900 bestellt. Mit einem Mikrofonarm noch dabei. Und demnächst wird es dann richtig klare Aufnahmen geben. Ohne Rauschen, ohne alles, ohne Probleme. Außer diese Aufnahme jetzt überzeugt jetzt hier so, weil dann schicke ich das Ganze wieder zurück, denn ich weiß noch nicht, ob mich so ein Mikrofonarm genau so im Bild oder so von der Seite dermaßen nervt. Denn hier folgen ja auch noch andere Let's Plays, sprich, wo man ein bisschen Bewegungsfreiheit braucht, sag ich jetzt mal. Und ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt erstmal wieder hier. Führen jetzt erstmal unseren Park weiter. Wir haben ja in der vorletzten Folge, meine ich, haben wir ja diese Achterbahn hier gebaut. Diese Folge ist natürlich nicht online gegangen, denn man versteht mich kaum. Und ja, dieses ganze Dingen hier habe ich jetzt sozusagen zu einer Spacebahn umgebaut. Die dann auch hier in so ein, ja, soll einen Asteroidenplaneten darstellen, etc. bla bla. Wie das eigentlich immer so ist. Fährt das hier eben durch das ganze Trockeneis in das Gebäude hinein und dann wieder raus sozusagen und dann nochmal rein und nochmal raus. Wie hier jetzt ganz schön zu sehen ist. Genau so. Ja, finde ich sehr gut. Ist gut gelungen. So, und dann werden wir uns mal, denn heute ist das neue Update erschienen, uns um die neuen Fahrgeschäfte kümmern. Das ist hier der Autoscooter und wo ist es? Das hier, der Collider. Der ist von der Community gewählt worden. Hätte ich persönlich jetzt nicht gemacht. Aber ein Autoscooter ist dabei. Schön kitschig bunt. Aber naja. Nee, passt jetzt nicht so wirklich. Ja, scheiße. Ich hätte aber trotzdem Lust auf diesen Autoscooter. Machen wir das, das können wir noch mit zum Space-Dings nehmen hier. Ja, machen wir hier. Dann kann ich das denn da nicht hinbauen? Was für eine Logik. Aber naja, gut. Machen wir es eben dahin. So, Ausgang bauen wir hier direkt mit hin. Genau. So, dann können wir auch direkt den Eingang so mitformen. Den setzen wir nicht direkt dahin, sondern dahin, genau. So, und dann testen wir das Ganze mal. Ja, gut gewählt. Hat auch was mit Space gerade hier zu tun. Gute Musik dabei. Muss ich ja mal sagen. Auch wenn sie scheiße laut ist. So, dann können wir das ganze Ding auch noch eröffnen. So, dann haben wir schon mal das erste gebaut, was so neu dabei ist. Soll jetzt auch Schnee geben durch dieses sogenannte Winter-Update. Klar, Performance-Verbesserungen sind ja Standard. So, Bäume gibt es ja auf so einem Asteroiden einfach nicht. Deswegen werden wir jetzt hier sozusagen eine Steinwand hintersetzen. Sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen besser aus. Weil Bäume gibt es da noch nicht. Also habe ich zumindest noch nicht gesehen, sagen wir mal so. Machen wir es genauso eben.
jetzt nicht so wirklich. Ja, das passt ja ganz gut eigentlich soweit. Ne, was macht der? Ist egal, passt trotzdem rein hier. Was der jetzt genau macht, keine Ahnung. Ja, die können wir auch nutzen, nur hierhin. Dann können wir unseren schönen Stein kopieren und dann soll er den eben durchsägen. Sozusagen. Hehehe, geil. So, Szenerie wieder, Design, Sci-Fi. Stromkabel. Gut zu wissen. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass das Stromkabel sind. Na okay, wir lesen ganz klar im Vorteil, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Das sieht scheiße aus. Das sieht auch scheiße aus.
Wenn man dann ja ganz gut mit eingegliedert, würde ich mal sagen, oder? Ja, finde ich schon. Ja, geil. Sieht richtig klasse aus. Müssen wir vielleicht hier noch das Terrain ein bisschen ändern? Dass es auch noch so steinig wird? Genau. Genau so. Super. Klasse, gefällt mir. So, dann könnten wir uns eigentlich auch schon direkt... Ah, Quatsching. Scheiße. Das war der, ne? Ja. Dem nächsten Bereich zu wenden. So, dann könnten wir da noch rein theoretisch. Ah, guck mal hier, Eisfelsen, das ist auch alles neu, cool. So. Ja, genau. Ja, nice. Dann haben wir das nämlich auch ganz schön schon mal dekoriert hier. Den da vielleicht jetzt nicht dahin. So, genau. Steuerung D. Und da rein. Genau, super. Gefällt mir. Dann sind wir unserem Park eigentlich schon mal ganz näher gekommen. Auch wenn hier immer noch keiner mit dieser Lokomotive fährt. Ich glaube, ich werde die auch abreißen. Denn das macht alles irgendwie keinen Sinn. Kannst du lieber eine langsame Themenfahrt hinbauen oder sowas. Von daher, ja. Finde ich das Ganze als Schwachsinn. Und weg. Jo. Viele Gäste haben Durst. Also hier begeben wir uns in der nächsten Folge dran, würde ich mal sagen. So. Ne, nicht Winter. Einkaufs... Nein. Oh. Machen wir einfach Durst angepasst. Genau, Tickethäuschen, Pizza Pen, Geldautomat, Glubby Slush, da, Soda. Setzen wir jetzt einfach mal so einen schlichten Einkaufsladen hier rein. Ganz schlicht. So, zack. Dann müssen wir noch, genau, das auch noch anpassen. Baumaterial, Holzmodern. Wände wären nicht schlecht. Wände. Wo seid ihr da? Das kann man aber wegmachen. Genau. So, dann machen wir noch die Blende da vorne rein. Genau so. Und wir setzen noch ein Dach oben drauf. Ja. So, so ein Holzkasten sieht immerhin mal schon mal schöner aus wie... Reicht in die Eisenbahn. Alles klar, fertig. So. Alles klar, haben wir erledigt. So, komm, wir machen das doch noch hier. Fang schon zumindest schon mal mit an, denn die Zeit ist auch gleich schon wieder um. Nee, Leute, wir können da auch noch einen schönen Lokflum reinbauen. Andersrum wäre schön, aber das passt. Das passt noch. Wie geil ist das denn? Na komm, versuchen wir es mal. Das
Gebäude kann ich gleich immer noch so ein bisschen einreißen. Das passt dann schon. Ja, versuchen wir es mal. Haben wir noch so einen Mini-Lockflum hier rein, würde ich mal sagen, oder? So, können wir jetzt da wieder ansitzen, genau. Oh, ernsthaft, Leute? Muss ich das schon wieder abreißen? So, zack, zack, zack. So, können wir da? Können wir hier mal unsere Steigung beginnen, würde ich sagen. Ja, das wird so ein ganz kleiner Lokflum, würde ich mal sagen. Oh, erinnert mich immer noch an die guten alten Zeiten im Phantasialand. Nee. So, wir müssen uns mal merken, 22,50. So. So. Ich verstehe. So, machen wir hier noch ein bisschen Platz, genau. Fangen dann schon mal wieder an. Okay. Da steht noch einiges im Weg, würde ich mal sagen. Super! Auch wenn das gerade nicht vom Vorteil ist, das da direkt runterrasen zu lassen hier. Ich glaube, das ist gar nicht vom Vorteil. So, wenn man nämlich jetzt... Nein, stopp! Nein, 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 nein! So, das haben wir ja gebaut, alles klar. So, und dann... So, genau, weil das wäre nämlich besser. Dann hat er nämlich noch ein bisschen Auslaufzeit. Das Boot. So, ansetzen. Genau. Automatisch zusammenfügen. Fertig. So, Leute. Das alles werden wir in nächster Folge in Betrieb nehmen und ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jedes Like und ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge Planet Coaster hier auf meinem Kanal. Bis dahin und ciao.